Hallo, ich bin Jenny und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du wirst in diesem Videolernzyklus Hubert Hubertikus auf seiner Wienreise begleiten. Vielleicht kennst du Hubert schon aus dem Videolernzyklus Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl. Du brauchst heute einen Stift, ein Blatt Papier, ein kreisrundes Papier und ein paar Notizkarten. Drücke kurz auf Pause und richte alles in Ruhe her. Bist du bereit? Heute lernst du, wie du zwei Brüche miteinander multiplizierst. Bevor wir starten, werfen wir noch einen Blick in Huberts Koffer. Wie du vielleicht schon weißt, rechnet Hubert sehr gerne. Hubert packt wichtige Notizen immer in seinen Koffer, den er auf jede Reise mitnimmt. Wir wiederholen gemeinsam kurz die wichtigsten Notizen in Huberts Erinnerungskoffer. Auf der ersten Notizkarte finden wir eine Rechenregel. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird der Zähler der Bruchzahl mit der natürlichen Zahl multipliziert. Der Nenner bleibt gleich. Okay, denkt Hubert. Schauen wir uns doch gleich die nächste Notizkarte an. Im letzten Videozyklus haben wir einen wichtigen Tipp kennengelernt. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird aus dem von ein Mal. Kannst du dich erinnern? Wenn du Fragen hast, schau dir doch zuvor den Videolernzyklus Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl an. Wenn dir alles klar war, dann geht's für uns jetzt auf Wienreise. Während Hubert im Zug in Richtung Wien sitzt, möchte er eine Aufgabe lösen. Er soll aus einer ganzen Pizza ein Achtel Pizza, also eine Pizzaschnitte, ausschneiden, ohne dabei ein Lineal oder einen Stift zu verwenden. Nimm du bitte dein kreisrundes Papier zur Hand und mache gleich Schritt für Schritt mit. Wenn es dir zu schnell geht, drücke dazwischen einfach auf Pause. Hubert halbiert die Pizza, indem er sie einmal zusammenfaltet. Er erhält eine halbe Pizza. Wenn er die Pizza wieder öffnet, hat er genau zwei gleich große Teile. Er arbeitet mit der halben Pizza weiter. Als nächstes möchte Hubert die halbe Pizza vierteln, also in vier gleich große Teile teilen. Dazu faltet er die halbe Pizza einmal in der Mitte zusammen und dann noch einmal. Nun hat er wieder die halbe Pizza vor sich liegen. In blauer Farbe siehst du, dass Hubert ein Viertel von einer halben Pizza eingezeichnet hat. Die halbe Pizza ist grün eingezeichnet. Noch besser siehst du das, wenn wir die Pizza wieder ganz öffnen. Juhu, denkt Hubert, ich hab's geschafft! Hubert zeichnet in orangener Farbe ein Achtel der Pizza ein. Nanu? Ein Achtel von einer Pizza ist also gleich groß wie ein Viertel von einer halben Pizza? Sieht es bei dir genauso aus? Na dann schauen wir uns das doch einmal genauer an. Du hast gerade entdeckt, dass ein Viertel von einem halben gleich ein Achtel ist. Hubert erinnert sich an seine Notizkarte aus dem ersten Lernzyklus, dass aus dem von ein Mal wird. Das klappt hier auch, sagt Hubert. Wir können also schreiben ein Viertel mal ein halbes. Im Zähler schreiben wir 1 mal 1, im Nenner schreiben wir 4 mal 2. Und das ist gleich ein Achtel. Formulieren wir wieder gemeinsam einen Tipp für unsere Notizkarten. Bei der Multiplikation von zwei Bruchzahlen wird aus dem von ein Mal. Drücke kurz auf Pause und schreibe dir diese Notiz auf. Wenn du genau aufgepasst hast, kannst du vielleicht schon eine Rechenregel erkennen. Drücke auf Pause und versuche, eine Rechenregel zu formulieren. Na, hast du eine Regel entdeckt? Bei der Multiplikation von zwei Brüchen rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner.
Hast du auch diese Regel entdeckt? Super, dann schau doch gleich im Basic-Video vorbei und entdecke neue Abenteuer mit Hubert Hubertikus. Bis gleich!